Michael Gervais, ihr steht im Finale. Ein grossartiger Abend, wo ziemlich rassig losgegangen ist mit dem ersten Drittel. Ja, ich glaube, wir waren sehr zufrieden mit dem ersten Drittel. Guter Start, super Start. Ich glaube, das haben wir hier den Leuten geschuldet. Ich glaube, es hat uns ein bisschen gefällt in den letzten Matchen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, heute, ja, wir sind hungrig gewesen. Wir wollten ums Verrecken. Ich glaube, gleich gegen Schluss von den ersten 20 Minuten waren wir wieder ein bisschen kompliziert gewesen. Aber dann haben wir uns gefangen, sind weitergekommen, solid geblieben und ich glaube, ja, wir können stolz sein. Was macht das Jahr eure Mannschaft aus? Schwierig zu sagen. Ich glaube, wir haben jedes Jahr ein Top-Team. Der Teamgeist stimmt jedes Mal. Ja, wir haben Einzelspieler, die Unterschied machen in den entscheidenden Momenten. Wir haben einen Goalie, der unglaublich gut ist. Und ja, ich glaube, jetzt wollen wir uns auf ein Finale. Ich glaube, es wird eine grossartige Serie. Unglaublich gute Mannschaft, die wartet. Und ja, wir werden parat sein und wir freuen uns sehr. Wir haben wenig Zeit zum Erholen. Was machen wir jetzt? Es ist so um die 11 Uhr am Dienstag. Am Donnerstag geht es weiter. Ja, ich glaube, es bleibt gar nicht mehr Zeit übrig, um irgendwie nachzustudieren. Du bist so im Rhythmus. Du bist so in den Playoffs drin, ich habe das Gefühl, die Tage gehen und kommen und du isst und du schläfst und du spielst. Es gibt nichts Schönes, es ist wirklich die schönste Zeit. Es ist für das, was du lebst, für das, was du trainierst. Und ich habe wirklich das Gefühl, das ganze Team ist frisch. Egal, ob wir jetzt über mehrere Matches sind gegangen. Ich glaube, jeder ist Profi genug, um keine Entschuldigungen zu finden. Ja, jetzt liegt es an uns. Am Donnerstag parat sein und dass wir ja, der ganzen Schweiz ein wunderschönes Finale bieten können, das hoffentlich zu unseren Gunsten endet. Geniessen Sie bis am Donnerstag.